Gut, Damen und Herren, zweiter Teil. Also, wir haben jetzt solche Gleichungen gelöst hier, die, also, ich sag mal, typische Clubs-Rückwärtsgleichungen sind. Und jetzt mache ich sie mal scheinbar schwerer. Mal eine kurze Erklärung, meinetwegen. Es steht hier 3x plus 4 plus 5x plus 6 ist gleich 17. Irgendwas Dummes. Weiß ich nicht. Was gilt hier als erstes? Zusammenfassen. Achso, ich wollte es ja blau machen. Zusammenfassen. Zusammenfassen, weil ich habe, und scheut euch nicht, die x zu unterstreichen. Das sind 3x, hier sind 5x, immer mit Vorzeichen. Und ja, wenn ich das zusammenfasse, ergeben die blauen 3x und 5x sind 8x. Und die anderen muss ich nicht unterstreichen, die bleiben automatisch übrig. Plus 10 soll 17 sein. Naja, der übliche Kram, Clubs-Rückwärtsgleichung, minus 10, dann heißt es bloß noch 8x. Ist gleich 7, ich teile durch 8 und x muss dann 7 Achtel sein. Probe, verzichte ich jetzt mal drauf und so weiter. Also wenn mehrere x rumstehen, zusammenfassen. Nächster Typ von Gleichung, der allerdings Typ würde ich gar nicht dazu sagen. Schreiben wir es doch mal so. 3x plus 4 soll sein gleich 5x plus 6. Was nu? Jetzt ist die große Frage und das geht irgendwie leicht, ich sage zusammenfassen. Ja, zusammenfassen. Jetzt stehen hier aber blöderweise nicht die x nicht auf einer Seite. Aber einfache Regel: Ich gucke da, wo sind weniger x und da nehme ich sie weg. Also 5x sind mehr x als 3x. Achtung, wenn hier ein Minus stünde, ich mache mal die Gleichung ein bisschen schwerer. Hier steht minus 5x. Nicht täuschen lassen, hier stehen minus 5x. Die sind weniger als 3x. Das sind Schulden-x sozusagen, ne? Minus. Also sage ich, okay, hier sind die wenigeren x, dann lasse ich die unberührt und nehme die weg. Wenn ich das immer auf beiden Seiten mache, passiert nichts. Sage ich, okay, Gegenteil von minus 5x ist plus 5x. Jetzt mache ich das auf beiden Seiten. 3x plus 5x sind 8x. Plus 4 schreibe ich wieder ab. Ist gleich, hier hat sich's erledigt, 6. Gut, die 4 stört noch. Also minus 4. Dann steht hier 8x ist gleich 6 minus 4 ist 2. Naja, jetzt teile ich noch durch 2, durch 8. Und dann ergibt sich x ist gleich 2 Achtel. Wenn ich das kürze, ergibt das ein Viertel. Und das schreibt man natürlich so nicht hin, sondern sauber ab. X ist gleich ein Viertel. So. Und von dem Typus machen wir mal mehrere Aufgaben. Auf die Probe verzichte ich jetzt. Ich hoffe, dass ich richtig gerechnet habe. Oder soll ich sie machen? Soll ich sie machen? Probe, jawohl, es wird genickt. Also. Probe, 3 mal ein Viertel, 3 mal 1 durch 4 kann ich auch so schreiben, plus 4 soll sein wie minus 5 mal ein Viertel. Achtung, das Minus nicht vergessen. Und dann plus 6. Naja, jetzt sieht das ein bisschen doof aus, das sind 3 Viertel plus 4. I. Vielleicht könnte man es leichter machen. Ich mache hier einfach mal Viertel draus. Ich erweitere hier mal in Auberginen. Ich sage, das sind eigentlich Eintel. Ich erweitere mit 4, ich erweitere mit 4. Dann heißt das Ding 4 mal 4 ist 16 Viertel. Das muss ich sauber abschreiben. Wenn ich das auch auf Viertel bringe, ne, weil ja hier 6 ganze, 6 Eintel darstellen, erweitere ich oben und unten mit 4 und freue mich, das sind 24 Viertel. Wie gesagt, das sauber abschreiben, das wird jetzt zu kompliziert. 3 mal 1 ist 3 Viertel plus 16 Viertel. Hier die 16 und hier die 4, die sind jetzt übrig. Immer schön durchstreichen, alles was nicht dahin gehört. Minus 5 Viertel plus 24 Viertel. Und jetzt überprüfe ich das und sage, sieht gut aus. Das sind nämlich 19 Viertel. 3 plus 16. Und 25 minus 4, 24 minus 5 sind auch 19 Viertel und kann sagen, ich habe richtig gerechnet. Von diesem Typus, also nicht erschrecken, wenn x auf einer Seite gehäuft stehen, zusammenfassen. Wenn x auf beiden Seiten stehen, gucken, wo sind die wenigeren, nicht von der Zahl selber, also von dem puren Numerus, also von der puren Zahl ohne Vorzeichen stehen. Schocken lassen, sondern echt gucken. Das sieht zwar größer aus, die 5, aber es sind minus 5, also müssen die weg. Immer die kleineren wegnehmen,
wenn ich das auf beiden Seiten mache, hier verschwinden sie und hier addieren sie sich und dann geht das weiter. Machen wir eine Übungsaufgabe. Ich halte mal kurz an, schreibe eine Übungsaufgabe hin und ihr rechnet dann und dann, also hier ist die Aufgabe. Ich habe einfach gesagt, 23x minus 25 ist gleich 22x plus 3. Ich drücke jetzt Pause, zu Hause Pause drücken, rechnen und dann sehen wir uns wieder. Gut, hier sieht man es deutlich. 22x müssen weg, also minus 22x. Dann steht auf der nächsten Zeile 23 minus 22x, na das sind bloß noch 1x, minus 25 ist gleich 3. Na das ist doch schön, das mache ich jetzt mal nicht in blau, plus 25. Demzufolge kommt raus, x ist gleich 28. Wie sieht jetzt die Probe aus, ohne dass man sich einen Wolf rechnet? Wenn ich sage 23 mal 28 minus 25 soll sein wie 22 mal 28 plus 3, dann gibt es jetzt eine einfache Möglichkeit zu sagen, bevor ich mir wirklich einen Wolf rechne, sage ich, ich wende das wie mit dem Gleichunglösen an und sage mal, ich kümmere mich mal hier um diese minus 25 und sage plus 25. Dann steht hier immer noch 23 mal 28 und ich rechne es nicht aus. Und hier drüben steht 22 mal 28, 23 plus 28. Und jetzt sehe ich Folgendes, das hier. 22 mal 28 und noch einmal dazu ergibt 23 mal 28. Und ich muss nicht weiter schreiben und sage, das ist gleich. Dann muss ich das nicht ausrechnen. Das ist ein kleiner Trick. Gut. Ich mache mal Pause, es gibt bestimmt Fragen. So, jetzt nachdem wir diese Frage geklärt haben, mal ein bisschen anderen Typ. Ich mache einen dicken Strich. Und zwar, wir sagen mal, es steht da x Drittel plus 4 plus x Viertel plus x Sechstel soll 3 ergeben, was weiß ich. Jetzt müsste man ja, weil das ja Brüche sind, ne? X Drittel, X Viertel, X Sechstel sind ja alles Brüche, müsste man die irgendwie gleichnamig machen. Jetzt kommt ein ganz einfacher Trick, ich schreibe mal in blau einfach was dazu. Ich gucke mir die 3, die 4 und die 6 an, die stecken alle in der 12. Ich nehme alles und zwar das, das, das und das. Man kann es dahinter oder davor schreiben. Und das, also auf beiden Seiten und jedes einzelne Glied mal 12. Was passiert? Glücklicherweise passiert Folgendes. Ich kann hier durch 3 kürzen, dann habe ich hier 4x. Das werde ich dann sauber abschreiben. Ich kann hier durch 4 kürzen, dann habe ich hier 3x. Ich kann hier durch 6 kürzen, dann habe ich hier eine 2x. Schreiben wir den ganzen Kram mal sauber ab. Das sind 4x. Ich bin nämlich auf einen Schlag die Brüche los. Hier sind 3x und nochmal 2x dazu. Und das sind 48, das hier. Und hier drüben sind 36. So, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich an der gleichen Stelle wie hier oben. Ich habe x überall rumstehen auf einer Seite, ich fasse zusammen. Also fassen wir mal zusammen, das hier zusammenfassen. Ich lasse jetzt mal das Blau weg. Ich glaube, das sieht man schnell, wenn man nur einen Stift hat in einer Farbe. Unterstreicht man mit einer Farbe und hat sofort eine Ordnung. 4 und 3 ist 7 und 2 ist 9x. Plus 48 steht noch da. Das wird unberührt, soll 36 sein. Und jetzt bin ich wieder bei der üblichen Sache. Also minus 48, 9x ist dann gleich minus 12, teil durch 9. X ist demzufolge minus 12 Neuntel. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ich kürze nochmal durch 3, ist 3 und hier ist eine 4. Sauber abgeschrieben, x wird minus 4 Drittel sein. Peng, fertig. Nicht umwandeln in 1 Drittel, das wäre Blödsinn. Denn bei der Probe muss ich wieder mit minus 4 Drittel arbeiten. Auf die Probe verzichte ich jetzt. Also der Trick besteht in Folgendem. Wenn ich solche Brüche drin habe, dann sage ich, okay, ich gucke mir den schicksten Hauptnenner an und multipliziere mit einer Zahl, die mich alle Brüche praktisch wegkürzen lässt. Achtung, alles multiplizieren. Jedes einzelne Ding hier. Jeden einzelnen Summanden in diesem Fall. Und hier drüben auch die Zahl 3. Und dann bin ich auf einen Schlag die Brüche los, fasse zusammen und bin wieder auf der üblichen Geschichte. Fragen dazu? Ich mache mal Pause. Ich hatte versprochen, jetzt kommt was ganz Leichtes.
Was ist, wenn Folgendes dasteht? Und zwar x minus 3 mal x plus 4 soll 0 sein. Was mache ich jetzt? Jetzt muss ich mich an was erinnern. Das ist ein Produkt aus einem und einem anderen Faktor. Na, einen kleinen Moment, ich mache mal Pause. Ich splitte das Ding auf. Bevor ich jetzt hier, ich könnte Folgendes machen, ich könnte ausmultiplizieren, dann hätte ich x Quadrat minus x minus 12 da stehen, dann wird es ja noch schwerer. Aber hier auf diese Art und Weise sage ich mir, ich schreibe mal das Wort etwas, egal etwas, mal 0 ist automatisch 0. Hier kann Milliarden stehen mal 0, ja, keine Milliarde ist auch 0. Also, diese Erkenntnis, die nehme ich und sage, eins von beiden muss 0 sein, schnappe ich mir den ersten Fall. Und zwar, erster Fall, x minus 3 muss 0 sein. Und wir werden auch gleich sehen, dass es zwei Lösungen gibt. Okay, das geht leicht, plus 3, x muss also 3 sein. Das wäre x, man sagt 0, 1. 1, weil die erste Variante, und 0, weil das ganze Ding dann 0 ergeben wird. Jetzt kommt die zweite Variante. Dann sage ich, x plus 4 muss 0 ergeben. Und sage, okay, minus 4. Demzufolge muss x gleich minus 4 sein. Und zwar x 0, 2. Zweite Lösung. Das heißt, ich kann auch so eine Gleichung ganz einfach lösen, indem ich sie aufsplitte. Vorüberlegung ist, einer der beiden Faktoren, ich zeichne mal den Faktor 1, ist die Variante, die wird diese Lösung ergeben. Und Faktor 2 ist diese Variante, die wird dann diese Lösung ergeben. Einer von den beiden Faktoren muss 0 sein, dann wird das ganze Ding 0. Wenn ich das mit einer Probe mache, kann ich sagen, okay, hier setze ich 3 ein, 3 minus 3 ist 0. 0 mal, egal was hier rauskommt. Denn hier käme raus 3 plus 4, 7. 0 mal 7 ist 7, ist 0. Also. Ich sage, okay, die andere Lösung. Minus 4 minus 3 ist minus 7 mal 0, muss 0 ergeben. Aha, funktioniert auch. Also ist diese eine Spezialgleichung, die hat zwei Lösungen. Das können wir sogar noch theoretisch ein bisschen schwieriger machen. Und zwar könnte die Gleichung mal so aussehen. 3x minus 4 mal in Klammern 2x plus 8 soll 0 sein. Macht das mal so ähnlich, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich drücke jetzt Pause und ihr rechnet mal die einzelnen Dinge aus und sagt, aha, ist oder ist nicht 0 oder so weiter. Ich mache Pause, zu Hause Pause drücken und rechnen. Wir splitten auf. Wir sagen einfach, nehmen wir eine Zeile mehr schreiben, 3x minus 4 soll 0 ergeben. Ja, weil das ist ein Faktor. Also ich mache den mal wieder grün. Hier, dieser. Und jetzt gehe ich hierbei, also hier. Hier geht's los. So, und dann sage ich, okay, 3 minus 4, okay, plus 4, klapp's rückwärts hier. 3x ist 4, ich teile durch 3, x muss 4 Drittel sein. Das ist x0, 1. Schwupp. Jetzt sage ich, okay, jetzt kommt der zweite Teil. Wollte mal Geld machen, hier, zweiter Faktor. Jetzt muss ich also die zweite Gleichung schreiben und sage, okay, 2x plus 8, das soll ja 0 ergeben. Also minus 8, 2x ist gleich minus 8 durch 2, x muss, minus 8 durch 2 ist minus 4. Und jetzt kann ich im Kopf die Probe machen, aber ich kann sie auch direkt hinschreiben. Also 3 mal 4 Drittel ist 4, 4 minus 4 ist 0, das funktioniert. Oder ich sage 2 mal minus 4 ist minus 8, minus 8 plus 8 ist auch 0. Da kann hier drüben drin stehen, was will. Das ist also Schnuppe. Ich zeige es noch einmal. Ich mache es mal mit der zweiten Lösung. Dann steht hier, also Probe für x02, Probe 02. Immer hinschreiben. 3 mal minus 4 minus 4 mal 2 mal minus 4. Am besten macht man es so. Minus 4 plus 8. Und das soll 0 ergeben. Fragezeichen. Und dann sieht das so aus. 3 mal minus 4 ist minus 12 minus 4 ist minus 16. Das habe ich die ganze Klammer, kann ich jetzt weglassen. Und hier steht, 2 mal minus 4 ist minus 8 plus 8 ist 0. Jawohl, das klappt. Na, dann kann hier vorne drin stehen, was will.
Wir hatten ja gesagt, etwas mal 0, egal was das ist, ergibt trotzdem 0. Gibt es Fragen? Ich mache nochmal Pause. Jetzt noch eine schöne einfache. Von diesem Typ hier ist gleich 0 so eine Gleichung. X mal x plus 25 ist gleich 0. Na denn. Jetzt steht hier vorne keine Klammer. Trotzdem, wir erinnern uns, etwas mal und dann. Es gibt zwei Lösungen. Ich mache Pause, zu Hause Pause drücken und dann sehen wir uns wieder. Jetzt sage ich, erster Teil des Gesamtproduktes, auch wenn keine Klammer da steht, muss 0 ergeben. Also schreibe ich x gleich 0. Oh, na eben. Erstes Ding soll 0 ergeben. Und da steht nur das x, also ist x01 schon fertig. Das sieht man auch. Aber wenn man es nicht sieht, kann man es durch Schreiben auch hinbekommen. Und der zweite Teil ist wie vorhin. x02 plus 25 soll 0 sein. Naja, minus 25, damit die olle 25 wegkommt. Und x02 ist dann minus 25. Das kann ich dann wieder mit der Probe regeln und kann sagen, jawohl, das setze ich oben ein. Aber ich glaube, das sieht hier ein Blinder. 0 mal 0 plus 25 ist 25. 0 mal 25 ist 0, beziehungsweise minus 25 hier vorne eingesetzt und hier eingesetzt. Hier ergibt es eine 0. Ja, minus 25 mal 0 ist auch 0. Also lässt sich das auch so lösen. Ich mache nochmal Pause, falls es Fragen gibt. So, fassen wir nochmal ganz schnell zusammen. Wir hatten gesagt, also billigste Variante, x plus 8 ist 9. Immer fragen, was stört? Wer heißt hier nicht x plus 8? Gegenteil machen und so weiter. Damit unsere Waage nicht umkippt, auf beiden Seiten machen, peng. Diese Zwischenzeile hier, die kann man sich dann sparen. Ne? In diesem Fall war es zu einfach. Klaps rückwärts. Deswegen, man kann es auch schwieriger machen, indem man anfängt, alles durch 3 zu teilen. Hat man lauter Brüche drin stehen, muss nicht sein. Deswegen mit der Strichrechnung anfangen, klack, klack, klack und Probe machen. So kann man sich selber Aufgaben basteln. Wenn das x auf der rechten Seite steht, ja Herrgott, dann lassen wir es da. Das Schlimmste ist, hier irgendwie hin und her zu tauschen und dann mal ein Minus zu vergessen oder. Ne? Dann, es ist doch egal, ob ich sage, Ergebnis ist gleich x oder x ist gleich Ergebnis, vollkommen dasselbe. So, wenn jetzt, das haben wir ein bisschen geübt, auch vor großen Zahlen keine Angst haben. Wenn jetzt, ja, mal ein Minus da steht, minus 12x, na und? Macht doch nichts. Auch wenn hier drüben ein Minus sich entwickelt, 53 minus 65, das ist minus 12, na und? Ich teile jetzt, weil mich minus 12 mal stört, hier, minus 12 mal stört mich, teile ich durch minus 12. Und kriege x gleich 1 raus und immer die Probe machen. Und. So, wenn viele x auf einer Seite stehen, einfach nur zusammenfassen, ruhig unterstreichen mit einer Farbe. Muss nicht mit zwei Farben sein. Damit man die bessere Übersicht hat. Man kann es nur sehen, wenn es da steht. Wenn auf beiden Seiten x rumstehen, gucken, wo sind wenigere x. Achtung, bitte nicht von diesem ollen Minus hier. Oder einfach das Minus missachten und die 5 sieht mehr aus. Stimmt nicht. Selbst wenn ich es verkehrt rum mache, würde es gehen, aber lieber die mehreren x da lassen und sich um die minus 5x insgesamt kümmern. Der weitere Kram, Probe und so weiter, ja, hier hatten wir nochmal geübt. Achso, bei der Probe, damit ich mir nicht einen Wolf rechne, 23 mal 28 ausrechne. Kann ich auch in diesem Fall mal meine Erkenntnisse des Gleichunglösens anwenden, indem ich sage, los, weg damit, die minus 25 weg. Dann stehen hier 23 mal 28, so wie hier. Hier stehen 23 mal 28 und hier stehen 22 mal 28 und nochmal einmal 28 dazu. Das ergibt auch 23 mal 28, ich muss dann nicht weiter rechnen. Wenn eine Bruchgleichung da ist, also lauter Brüche, x Drittel und so ein Kram dasteht, hier könnte auch noch 4 Drittel oder 4/27 dastehen. Schnappe ich mir eine Zahl, mit der ich alles mal nehme, sodass ich die Brüche durch Kürzen wegkriege. Sauber abschreiben, zusammenfassen, peng. In diesem Fall erinnere ich mich, etwas mit 0 mal genommen muss 0 ergeben. Also, das ist das eine etwas oder das ist das andere etwas. Ich kann auch sagen, 0 mal etwas, das ergibt nämlich auch 0. Und diese Erkenntnis nehme ich mir und sage, dann muss x minus 3, 0 sein und habe die erste Lösung. X 0, 1 sagt man da, weil das ganze Ding zu 0 setzt, sagt man x 0 dazu. X 0, 2 auszurechnen, auch einzeln. Dann haben wir eine Übung gemacht.
3x minus 4 oder 2x plus 8. Eins von beiden soll 0 sein. Ich habe wieder zwei Lösungen rausgekriegt. Durch Probe kann man es dann ermitteln. Und man sieht, selbst wenn ich mal einsetze, auf der einen Seite der Klammer kommt dann minus 16 raus, aber minus 16 kann ich auch mal 0 nehmen, es bleibt 0. Etwas einfacher sieht das Ding aus und es scheint schwieriger zu sein. Ich wende wieder das Gleiche an. Von dem Gesamt, also von diesen Faktoren ist x der eine Faktor oder x plus 25 der andere Faktor und ich kriege das so hin. So, ich mache jetzt das Video an der Stelle dicht und wünsche dann später gleich schönen Feierabend. Haben wir schön viel geübt heute.